Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu unserer Besprechung von Die Unschuld, der neue Film von Hirokazu Koreeda. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist die Kati. Hallo Kati. Hallihallo. Kati, der Name Hirokazu Koreeda wird einigen nicht viel sagen, andere hingegen werden jetzt vermutlich Koreeda schreien. Zu welcher Fraktion gehörst du? Koreeda. Okay. Was hast du so von ihm alles gesehen? Letztes Jahr Broker. Like Father, Like Son. Und immer noch auf meiner Liste. Und das Paul killt mich heute, dass ich immer noch nicht geschaut habe. Natürlich Shoplifter. Ich habe tatsächlich nur Shoplifters gesehen von ihm. Mir war der Name aber dank meines ehemaligen Teleshoplift-Kollegen Andy Pawlitzki im Griff. Der hat mir nämlich mal so eine Koreeda-Box ausgeliehen mit den besten Filmen von ihm. Eine Box, die ich wunderbarerweise 3 Jahre lang in meinem Schrank stehen hatte und sie dann ungeguckt zurückgegeben habe. Stark, stark. Aber ich kenne da so einen Streaming-Dienst namens Mubi und dort ist, glaube ich, auch einiges oben. Das ist ja interessant. Wenn es da doch nur einen deutschsprachigen Podcast geben würde, der sich um das Thema Mubi drehen würde. Sowas wie In the Mood for Mubi. Gut, kann man nichts machen. So, aber ich war jetzt auch heiß auf Die Unschuld, der lange Zeit auch wirklich nur Monster hieß und der auch ein paar Mal verschoben worden ist. Der sollte ursprünglich mal im Januar sogar schon starten und jetzt halt eben am 21. März. Ja. Und ob die lange Wartezeit jetzt endlich vorbei ist und ob das ein guter Film ist, das können wir euch hier und jetzt verraten. Deswegen, Kati, bitte, worum geht's in Die Unschuld? Es geht um, ja, gute Frage. Also, es geht um Minato, einen Fünftklässler, der bezichtigt wird, einen anderen Schüler zu mobben und gleichzeitig hat seine Mama das Gefühl, dass der Klassenlehrer oder einer von seinen Lehrern ihn, also Minato, irgendwie harsch hernimmt und kein guter Lehrer zu ihm ist und ihn irgendwie auch körperliche Gewalt androht oder sogar ausübt an ihm, dann wird's interessant. Ja. Weil dann, ich weiß nicht, kann man das sagen? Also vielleicht können wir sagen, dass der Film, dass man den durchaus als eine Art, ja, nicht Episodenfilme schreiben könnte, sondern vielleicht mehr so, ich würde die Begrifflichkeit Perspektivenfilm benutzen. Genau. Weil es sind im Prinzip 4 Perspektiven. Ja, 3 eigentlich. Werden, oder 3. Zuerst die der Mutter, dann die des Lehrers und dann die des Sohnes. Genau. Und wenn man alle 3 Perspektiven zusammennimmt, erkennt man halt eben das Gesamtbild. Also das ist so eine Art Mosaik. Das hat ja auch schon Akira Kurosawa gerne mal gemacht. Mhm. Und das funktioniert echt erstaunlich gut, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so in der ersten Episode dachte ich mir nur so, oh, dieser verdammte Lehrer, oh, ja, dieser verdammte ja. Lehrer, oh, dieser, oh, oh, boah, der, oh. Dann in der zweiten Episode war so, oh, dieses Kind, war so echt, boah. Und es geht halt immer so weiter. Und das Schöne an dem Film fand ich, dass er dir wirklich das alles so präsentiert, aber er lässt dich selbst so auch Schlüsse ziehen. Es wird dir wirklich nicht alles wirklich zu Tode erklärt, sondern er zeigt dir was, und so dass du selbst drauf kommen kannst. Zum Beispiel zu Beginn sehen wir, dass der Junge in seiner Thermoskanne, die er mit zur Schule hat, bringt, dass da Dreck drin ist. Mhm. Und du weißt nicht warum. Und das wird halt im Laufe des Films, wird es ganz einfach gezeigt, aber es wird dir nicht nochmal gesagt, übrigens, das war der Grund, warum der Dreck in der Thermoskanne ist. Also der Film verlangt schon, dass man da als Zuschauerin, Zuschauer mitdenkt, weil sonst kriegt man die Connections auch, glaube ich, nicht gescheit hin. Und ich finde das sehr, sehr schön, wie dieser Film mit Wissen spielt, also was Leute wissen oder glauben zu wissen, und wie der Film damit spielt, welchen Eindruck oder welche Auffassung man, je nachdem wie viel man weiß und was man sieht, von einer Situation hat. Und dass es eigentlich so gut wie unmöglich ist, als einzelne Person
alle, ich meine, obviously ist das unmöglich, aber irgendwie alle Sichtweisen, ich sage jetzt mal, ein objektives Bild einer Situation zu haben, weil, wie du schon sagst, am Anfang denkt man sich so, oh, dieser Lehrer, Alter, das ist ja unmöglich mit dem, wie kannst du so weit kommen und dann entschuldigt er sich nicht gescheit und was ist das für ein Verhalten von der Schule und mein Gleichzeitiges Schild denkt sich so, das kann nicht euer Ernst sein und dann auf einmal nach so, ich will auch sagen, dass die ganzen Perspektiven gleich lang dauern, circa so ein Drittel von dem Film auf einmal so cut und man sieht halt die Sicht des Lehrers und auf einmal dann klar, okay, fuck, es ist alles komplett anders, als man sich eigentlich denkt und dieser Junge ist eigentlich ein richtiges Arschloch und warum macht es sowas, warum macht auch keiner was dagegen, was passiert hier? Und dann wieder perspektivenweise zum Jugend denkt sich so, Alter, das ist eigentlich nur eine große Misskommunikation und nicht nur Misskommunikation, sondern einfach nur ein falsches Schlüsse ziehen aus zu wenig Informationen und aus zu wenig Kontext, die halt die Figuren nacheinander halt absolut die schlimmsten Schlüsse ziehen lassen, ohne und dann irgendwann draufkommen, oh, okay, vielleicht ist das alles komplett anders und das irgendwie mit dem Zuschauer, Zuschauerin dann erarbeiten, was eigentlich Sache ist. Und man als Zuschauer natürlich immer mehr weiß, als die Figuren im Film, weil man dann auch wirklich alle Perspektiven sieht, aber wie die Figuren im Film auch langsam draufkommen, was eigentlich hier passiert. Ja, es ist schon, ich habe mich auch stellenweise ertappt gefühlt, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt diesen Wissensvorsprung zu der eigentlichen Figur. Ja. Und dann irgendwann würde ich aber klar, nee, du weißt zwar mehr als sie, aber du weißt auch lange nicht alles. Und was mir ja sehr imponiert hat, gerade so in der letzten Episode arbeitet der Koreeda auch oft damit, dass er nicht nur die erzählerische Perspektive aufweitet, sondern auch ganz einfach die Inszenation, also die Inszenierung. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, in der einer der Jungen eingesperrt wird im Klo. Mhm. Und du siehst dann diese Szene, da hast du davor schon gesehen, aber jetzt siehst du sie aus einem minimal anderen Blickwinkel und ein bisschen, also jetzt ein bisschen früher ein. Aber das reicht ja schon aus, dass du ein ganz anderes Bild jetzt plötzlich hast von dem, was da gerade passiert. Und das fand ich auch sehr schön. Und was ich sehr, sehr faszinierend finde, ist, obwohl man teilweise Szenen, ich sage jetzt mal, dreimal sieht, weil man sie dann aus jeder Perspektive einmal sieht, wird es einem nicht fad. Also man sitzt jetzt nicht und denkt sich, boah, schon wieder die Szene, sondern sitzt und denkt so, oh, schon wieder die Szene, wie ist das wirklich gewesen, wie schaut es anders aus? Also es fügt halt immer was dazu, dass man sitzt wirklich so und denkt sich da, okay, ich will jetzt wissen, wie es aus dieser anderen Perspektive ausschaut und was da wirklich passiert, oder wirklich, ich meine, ist auch immer subjektiv natürlich, aber was da passiert ist oder wie die Auffassung dieser anderen Person war. Also das ist schon stark, wie man dreimal die gleiche Szene zeigen kann und man sich immer wieder freut, diese Szene trotzdem nochmal zu sehen. Und trotz allem ist es trotzdem ein Film, der seine Geheimnisse behält. Es gibt durchaus Sachen, die nicht geklärt werden. Also der Film beginnt zum Beispiel mit einem Feuer. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass am Ende der Film einem wirklich dann erklärt oder verrät, wer dieses Feuer gelegt hat. Und es auch wirklich komplett im Unklaren lässt, ob es jetzt einfach in Anführungszeichen einfach nur ein Feuer war oder ob eine der Figuren es wirklich verursacht hat. Weil auch da gibt es immer wieder Momente, also eine der Figuren wird zum Beispiel gezeigt mit einem Feuerzeug. Und sofort war es bei mir so, oh, ja, Feuerzeug, genau, okay, der könnte, aber letztlich ist es halt nur ein Feuerzeug. Ich meine, wenn ich in meine Schublade gehe, da liegen drei von den Feuerzeugen rum, das heißt auch lange nicht, dass ich irgendwie einen Brand mache. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Gut, das besprechen wir, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind. Nee, also ich finde, dass die Unschuld es wirklich ganz hervorragend hinbekommt, diese Balance zu halten aus, zum einen ist er künstlerisch wie erzählerisch sehr anspruchsvoll und verlangt auch was von seinem Publikum. Auf der anderen Seite ist er aber auch wirklich spannend, er ist auch unterhaltsam und man fiebert auch mit und emotional würde ich mal sagen, also mich hat er mehr als einmal bekommen. Ja, und ist auch ein Film, ich glaube, da ist es nochmal doppelt oder dreifach gut. Ich meine natürlich Kino immer ins Kino gehen, wenn es möglich ist, aber wir haben nämlich beide im Kino gesehen, du hast auch im Kino gesehen, oder? Ja, ich habe im Kino gesehen. Und da wirklich halt auf dieser Leinwand sich dann so reinsaugen lassen, jedes Detail irgendwie rausziehen und sich das zusammensetzen, das macht im Kino schon auch viel mehr Spaß auf der großen Leinwand, wenn man alles genau erkennt und wirklich keine Ablenkung von irgendwas hat und sich genau auf das konzentriert, was da passiert und wahrscheinlich auch noch viel mehr mitkriegt, so. Aber ich glaube, man kann den auch noch 1, 2, 3, 4, 5 Mal schauen und wahrscheinlich immer noch irgendwelche Verbindungen zwischen den Perspektiven sehen und ah, das war da und das war da und das war da. Und immer mehr Connections ziehen.
Ja, also man kann ihn definitiv mehrfach gucken, ohne dass er groß verliert. Ich glaube, er gewinnt auch eher. Nicht nur wegen dem Ende, auf das wir jetzt hier nicht mehr eingehen müssen, nur so viel das Ende, das regt so Spekulationen an, sondern auch, weil, wenn man drüber nachdenkt, aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, eigentlich sind das so ganz viele kleine Tragödien aneinandergereiht und keine von diesen Hauptfiguren, nenne ich es mal, macht ja das, was sie tut, aus einem niederen Antrieb, aus einem bösen Antrieb. Die wollen ja wirklich immer nur das Beste. Das stimmt, Jim. Und sie machen es teilweise dadurch aber halt schlimmer, ohne es wirklich zu verstehen. Also die Mutter zum Beispiel, ich kann den Antrieb der Mutter komplett nachvollziehen, aber auch sie setzt ja damit etwas in Gang, was ja auch dazu beiführt, dass der Film endet, wie er endet. Ja, sie machen ja eigentlich alle mit ihrem besten Wissen und Gewissen die Taten, die sie tun. Weil sie halt einfach nicht mehr wissen und sie glauben halt, dass das das Richtige ist, weil in ihrer Welt mit der Perspektive, die sie gerade haben, mit dem Wissen, das sie gerade haben, das ist das, was getan werden muss, wie auch die Mutter, die halt für ihren Sohn einsteht, weil sie halt glaubt, dass weil sie weiß, dass es richtig ist, für den Sohn einzustehen und mit der Perspektive hat, dass zurzeit das Richtige ist. Und deswegen kann man das den Figuren ja auch allen eigentlich nicht übel nehmen, wie sie handeln, weil man ja als Zuschauer genau die gleichen Schlüsse zieht. Und das ist das Faszinierende dann. Du sitzt und denkst so, ja, man wird genauso handeln wahrscheinlich, weil wenn der Sohn in der Schule geschlagen wird, klar muss man dann dafür eigentlich schauen, dass es nicht passiert. Aber je mehr man dann mitbekommt, desto mehr denken sie dann, oh, okay, vielleicht doch einfach mal alle miteinander reden, alle in den großen runden Tisch setzen und erklären das alle mal oder so. Und was ja auch irgendwie echt fies ist und perfide, ist, man kann ja schon sagen, wenn man will, dass es durchaus einen Grund gibt, einen Hauptverantwortlichen. Und dass dieser Hauptverantwortliche zwar im Film vorkommt, aber relativ wenig nur. Und der so fast schon als so nebenbei agiert. Ja, ich hoffe, du weißt, wen ich meine. Du musst kurz sagen, wie du meinst, und das können wir ja dann. Nein, es gibt diese eine Figur, der Vater. Oh ja, 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 ja. Ja, den würde ich halt aus meiner Perspektive, das ist wieder das Thema Perspektive, aus meiner Perspektive würde ich ganz klar sagen, dass das schon so der Initiator des Ganzen ist. Und auch der agiert ja aus seiner Sicht zumindest ja auch jetzt nicht böswillig. Ne? Ich meine, was der macht, ist eigentlich unverzeihlich. Ja. Und müssen wir nicht drüber reden, das ist ein Arschloch. Aber das fand ich auch so interessant, dass der Kureda dieser Figur gar nicht mal so viel Zeit und Aufwand widmet. Der wird halt einfach mal hier und da gezeigt. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil er quasi damit schon seine Wertung für diese Figur eigentlich offenbart. Ja. Die Figur ist nicht mehr wert als die 2-3 Szenen, die man mit ihr bekommt. Und das ist auch mehr als genug, um sich ein Bild davon zu machen, dass sich wahrscheinlich auch durch andere Perspektiven nicht ändern wird. Und das ist vielleicht auch die Aussage dahinter, dass der Typ einfach ein Arsch ist, egal von welcher Seite du ihn anschaust. Ich hatte überlegt, welche Negativpunkte ich vielleicht nennen könnte. Und mir fällt aber tatsächlich nur ein Punkt ein. Und der ist relativ simpel. Ich finde halt manchmal gab es Momente, die für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu drüber waren. Nur mal als Beispiel, der Junge unterhält sich mit seiner Mutter und sie sagt was und was der Junge macht ist, er wirft sich bei der Fahrt aus dem Auto. Also ich kann schon verstehen, warum er diese Flucht macht, aber das war mir zum Beispiel ein bisschen zu drüber. Ja, also, ja, wir haben alles Kinder rebelliert, aber so schlimm war es bei mir dann auch nicht. Ja. Ich hatte das so ein bisschen an die Szene erinnert aus diesem Crazy Stupid Love, wo Steve Carell auch bei voller Fahrt. Komm mal auf mit Crazy Stupid Love, bitte. Ja. Nee, also das wäre so der einzige Kritikpunkt, der ist auch nicht besonders schlimm, aber es wäre so das, wo ich sagen würde, das hat mich manchmal hier und da ein bisschen rausgebracht. Aber auch da kann man argumentieren, ja, wenn man es aber aus der Perspektive des Jungen sieht, macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Aber das war mir einfach immer so, es gab so 2-3 Momente, die mir einfach zu drüber waren. Okay, aber das ist jetzt auch echt Meckern auf hohem Niveau. Das Problem hatte ich nicht. Also ich fand das auch mit dem Auto eigentlich nicht zu drüber, weil aus meiner Sicht hat es Sinn, oder aus meiner Perspektive hat es Sinn gemacht, dass er so reagiert, aber ja, klar, kann ich verstehen, wenn es aus einer anderen Sicht ist, denkt so, muss jetzt auch nicht sein. Kathi, du hast jetzt schon
in den letzten Monaten und Jahren auch durch deinen In the Mood for Movie Podcast relativ viele japanische oder asiatische Filme gesehen. Und Koreeda ist ja ein Regisseur, der hat ja auch schon in Frankreich gedreht, das heißt, der ist auch hierzulande relativ bekannt. Glaubst du, dass Die Unschuld ein Film ist, den man auch gut gucken kann, wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem asiatischen oder mit dem japanischen Kino hatte? Also das, ich, und also große Anführungszeichen hier, Problem, ja, ist halt, dass die Erzählweise halt absolut nicht konventionell ist. Also es ist halt, nachdem man diese drei Perspektiven hat, dauert es beim ersten Perspektivenwechsel auch mal so 2 Minuten oder so, bis man checkt, okay, wir machen das Ganze nochmal im Prinzip und wir fangen jetzt mal am Anfang an und schauen uns das aus der anderen Perspektive an. Ich will hoffen, dass der erfolgreich wird, dass der Leuten gefällt, aber ich weiß nicht, wie zugänglich der ist, eben durch seine Erzählweise. Und auch eben durch, dass dieses Ganze doch selber viel Connections ziehen und da wirklich schauen, was da passiert und was da passiert und dann sich darüber noch Gedanken machen, das war da schon mal und das war da schon mal, verlangt es einem Publikum, ich will jetzt nicht sagen, dass Leute dumm sind, aber doch schon mehr ab als so Marvel-Blockbuster oder so. Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich nicht der einfachste Einstieg, aber auf jeden Fall wert. Ja. Also ich hatte auch das Gefühl, dass der Film, du hast es schon gesagt, was von seinem Publikum erfordert, also erfordert Aufmerksamkeit. Er ist aber einfach irgendwann auch so spannend, so blöd es klingt, obwohl es ja jetzt nicht um einen Mordfall geht oder so, aber man will halt auch wissen, was Sache ist, was Phase ist. Und deswegen, so ging es mir zumindest, war ich da auch komplett investiert. Ich gebe ehrlicherweise zu, ich hab auch nur so gebraucht, um reinzukommen, aber der Film, das muss man auch sagen, sieht halt auch echt gut aus. Das stimmt, da gibt ein paar sehr schöne Einstellungen. Es gibt eine Einstellung, die ich richtig toll fand. Da ist ein Fenster mit Schlamm bedeckt und der Regen prasselt drauf. Das war ganz hervorragend und solche kleinen visuellen Perlen gibt es da wirklich zuhauf zu entdecken. Deswegen, ja, das ist kein einfacher Film, aber es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Film einem irgendwie verlangt, dass man Quantenphysik lernt. Nein, das auf keinen Fall. Aber er verlangt schon mehr als, ich sag jetzt mal, der durchschnittliche Blockbuster. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass Die Unschuld, glaube ich, so als Einstieg vielleicht in diese Art von Film oder in das Schaffen von Koreeda, da kennst du dich besser aus. Also ich hatte das Gefühl, dass der würde sich dafür recht gut eignen. Also das ist so ein Film, wenn man mit dem was anfangen kann, glaube ich, dass man sich auch andere Filme ähnlicher Couleur dann gerne mal geben kann. Ja, also klar, also das ist halt so ein, also wie so ein da kaltes Wasser schubsen rein. Also mit dem was anfangen kann, hat man wahrscheinlich eine Affinität für die anderen Filme von ihm, zumindest die ich gesehen habe. Das glaube ich schon, weil dann hat man, glaube ich, schon mal eine große Hürde überwunden. Ne? Ja. Ja. Also mein Pro-Tipp ist, guckt euch den an, gerne im Doppelfeature mit All About Strangers und zerstört einfach eure Emotionen. Ja, aber das kann ich hier nur so unterschreiben, weil es ist eh gut, dass wir uns so einig sind, aber diese zwei Filme haben uns jetzt doch bonden lassen irgendwie. Ja, das ist leider so. Was ist leider? Sind halt zwei hervorragende. Leider passt schon. Das ist okay. Ja, okay. Gut. Kathi, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zu Die Unschuld, außer dein Fazit? Abgesehen von meinem Fazit? Nö, ich glaube, es war alles. Bei mir doch schon 2 Monate, dass ich das Ding gesehen habe und kann mich dafür doch noch an viel erinnern. Also dürfte gut gewesen sein. Okay, das ist ein sehr gutes Vorabfazit und dein Hauptfazit kannst du jetzt sagen. Wie gesagt, ein toller Film, unbedingt reingehen und auch unbedingt im Kino schauen. Wie gesagt, der schaut super aus und da im Kino hat man wirklich keine Ablenkung, um sich da irgendwie von der Story abbringen zu lassen, um die ganzen Connections auch zu verstehen. Ich fand den richtig gut, bin froh, dass ich den im Kino sehen habe können und ja, von mir eine absolute Empfehlung. Kann ich so nur unterschreiben, seid kein Monster, schaut Die Unschuld ab 21. März in den deutschen Kinos. Sagst du. Ich weiß. Ja, damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Teleschaumtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Könnt uns gerne eine positive Bewertung dalassen oder einen netten Kommentar oder auch keinen netten Kommentar. Einfach einen Kommentar, das reicht uns, glaube ich, auch schon aus. Ansonsten haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Die Kathi, das sei ja nochmal gesagt, hat mit dem Kollegen Paul noch diesen Mubi-Podcast In the Mood for Mubi. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr mal wissen wollt, was ist Mubi eigentlich und warum sollte man sich jetzt vielleicht abonnieren. Und das war's von meiner Seite. Ich sage tschüss und Kathi, dir gebührt das letzte Wort. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.
Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.